Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War, Schlacht um Washington. Alle Festungen müssen fallen. Ich glaube, vier haben wir schon. Washington sind auch quasi drinne. Und ja, mal gucken, was wir jetzt noch machen müssen. Jetzt geht's wieder nach oben. General, ich trinke erstmal meinen Kaffee aus. Ihr habt letztes Mal mitgekriegt, dass mein Kaffee schon halb leer und kalt war. Nackenschmerzen werden schlimmer. Die Schlacht nimmt mich irgendwie mit. Ich weiß, diese Schlacht bin ich nicht taktisch, weil ich krieg einfach mit, wir sind in der Übermacht. Wir müssen stürmen. Und ich stürme eigentlich die ganze Zeit quasi durch. General, während unsere Streitkräfte die Stadt stürmen, müssen wir den nördlichen Sektor siegen und dann heruntermarschieren, um den letzten Widerstand zu vernichten. Wir müssen Fort Stevens und die Festung in der Nähe einnehmen. Oder unsere Armee wird in zwei Teile gespalten, sind sie schon. Und verwundbar bleiben, bla bla bla. Was uns zum Rückzug zwingen würde. Kriegen wir jetzt hier einen Gegenangriff oder was? Ich habe meine Armee hier schon unten. Wenn wir jetzt auch im Norden angegriffen werden, ne, dann springe ich Lapa und Loma. Dann gibt es aber Ärger. Weil wir hier eine Kavallerie oder zwei Kavallerieeinheiten waren ja noch, ne? Die haben ja überlebt, die Schweinbacken. So, ich dachte jetzt aber von. Wir sind ja schon nördlich. Ich habe gerade richtig Bange. Haben wir noch Kavallerie? Kavallerie. Ja, die haben wir gemacht, weil hier Leute kamen. Ne? Komm her. Haben wir gespottet. Komm her. Kann ich irgendwie nicht wegbewegen. Vielleicht beruhigt er sich gleich. Wir haben nur noch dort, ne? Bisher sind noch alle Punkte. Wir haben alle Punkte bemannt. Da haben wir Kavallerie. Ich will nur die Kavallerie. Wo haben wir die Straßen? Gibt es hier irgendwo eine Straße? Hier hin. Nicht, dass wir von ganz aus dem Norden noch Truppen kommen, die uns dann quasi in den Hintern fallen. Weil meine Armee ist hier südlich. So, der ist noch da. Die Verbindungslinie quasi. Diese Einheiten. Wir können ja hier so ein paar einzelne. Ihr auch. So, euch ziehe ich jetzt einfach mal hier erstmal in die Mitte. Kommt ihr noch mehr? Oh ja, Verstärkung wieder. Dann werden die hier auch gleich kommen. Du hast keine Munition mehr, dann gehen wir in die zweite Reihe. Katzer, komm mal näher. So, Kanonen können wir eigentlich auch noch näher rücken. Brauchen wir nicht so weit hinten sein. Nur, wenn wir die Einheit da weg haben, geht es mir auch besser. Komm mal vor, drängen wir jetzt mal schön. Noch mal schön Sandwich hier. Und da ist auch noch was. Dann gucken wir da nochmal her. Hier sind Einheiten. So, die Straße quasi. Da könnten sie auch kommen. Die lassen wir nochmal. Wobei ich die Kanonen hier besser finde. Ich höre Kanonen vom wo? So, Wood. Komm her, ab ins Gefangenenzentrum. Und dich kriege ich immer noch nicht. Na gut, dann halt nicht. Oh, da war noch mehr als nur der eine oder was? Wir müssen echt aufpassen, dass es nicht mehr wird. Komm.
Soll ich dich da nochmal hin? Lauf. Oh, das ging schnell, weil wir schon wahrscheinlich so gut vorgearbeitet haben. Jetzt haben wir, ja, erledigen Sie sie. Ich habe geklickt. Und jetzt wird's riesig. Wir haben die nördlichen Festungen eingenommen und marschieren nur nach Süden. Um Washington verteidigen den Rest, was? Wir haben die nördlichen Festungen eingenommen und marschieren nur nach Süden, um Washingtons Verteidigern den Rest zu geben. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich spiele, das ist ja, ich brauche mehr Kaffee. Ganz kurz, sie werden an allen Fronten gegen uns kämpfen. Wir müssen angreifen. Ja, Angriff mache ich. Jetzt haben wir das riesige Schlachtfeld. Geil. Jetzt kriegen sie nämlich einen auf den Sack hier. Die Schweine. Die nämlich hier meinen Kollegen da gekillt haben fast. Also. Das heißt, ihr könnt auch weiter vorrücken. Wir müssen jetzt da die Leute und die Masse aufhalten, was an Personen da kommt. So, nicht lang fackeln. Ihr dürft in den Nahkampf gehen. Nahkampf nicht möglich, oder was? Na, da hinten sind noch welche. Dürften hier aufgehalten werden. Hier hätte ich gerne noch eine Einheit. Weißt du was? Hier. Nicht, dass die Kanonen von hinten noch wegschlawinert werden. Hier drüben sind nur Einheiten, ja. Gut, damit kann ich leben. Kannst ja mal unterstützen, so ein bisschen. Jetzt haben wir ja hier ein bisschen Manpower. Die Kanonen ziehe ich hier zurück. Du kommst da hin, davor. Dann habe ich die beiden wieder frei und ziehe erstmal dahin. Ich werde so die einzelnen Truppen jetzt nach und nach wegkriegen, nicht, dass hier noch irgendwie groß Gegenwehr kommt. Endgültig verdrängen. So, die Kavallerie macht da nichts. Das heißt, von hier kommt nichts mehr. Dann kann ja meine Kavallerie jetzt mal die angreifen. Das sollten die ja hinkriegen. Ah, in der Mitte sind noch welche. Jones hat aufgegeben. Wer ist Jones? Jones. Hallo, Jones. Dann komm mal hier ins Gefangenenlager. So. Habt ihr noch wer? Hier nimmt einfach die Position wieder ein. Ich würde sagen, zur Unterstützung. Ach, wer weiß, pack mal nicht da wieder hin. Aha. Dann geht's auch zur Sache. Ah, sie kommen aus der Stadt. Inzwischen habe ich nichts, ne? Wo ist meine Maus? Hier, ihr beiden. Vor. Was haben wir hier alles? Achso, die haben wir auch noch gefangen genommen. Vor. Hier mal so an die Seite. Hier noch ein Gefangenenlager. Weiter vor. Weiter vor. Hier, mein Freund, weiter vor.
So, die zwischen uns. Ja, wie kriegen wir die am besten? Indem wir sie Seite für Seite durchnehmen. So. Mal her. So. Der nächste Tag. Oh, ging schnell, ja, weil man gut davor gearbeitet. Ach. Ey, ich hab echt Nacken, das gibt's nicht. Ich hab voll Nackenschmerzen. Oh. Alter. Ja, weil ich die ersten zwei Aufnahmen quasi am Bildschirm geklebt hatte, ne? Oh. Ey, das ist gerade echt übel. Spiel, wenn du jetzt abkackst, ne? Ich hab das ja schon mal nach einer Schlacht gehabt, aber nicht während einer Schlacht. Er lädt. Oh Gott. Jetzt werden wir überall angegriffen. Scheißen Dreck. Ja. Das Lager kommen wir noch? So, Vorgesetzter mal rein. Da haben wir auch nicht mehr viel. Haben wir noch irgendwas, wo was tot ist hier? Uiuiui. Ah doch, haben wir noch welche, aber keine Reserve. Ich habe nur noch 300, ach ja. Da war ja was. So, keine Offiziere mehr. Oh, das ist aber alles tot. Soldaten können wir auch nicht mehr kaufen, scheiße. Nur noch Geld. Verdammt. Ich hätte doch weiter welche auf Reserve lassen müssen. Na gut. Hoffen wir einfach mal, dass wir sie jetzt echt den ersten Tag einen auf die Nuss gegeben haben. Richtig deftig. Sind noch 35.000, 30.000. 20.000, 20. Das ist natürlich ein Witz. Fort Stevens. Das ist ja echt eine riesige Schlacht. Warte mal, warte mal, warte mal. Du bist Nummer 2. Franklin ist Nummer 1. Warte mal, packen wir lieber dahin. So, so. Ich muss jetzt alle Forts halten? Sehe ich das richtig? So, Schlacht von Washington. Wir müssen den Kampfgeist der Unionisten anerkennen, die gestern verzweifelt bis zum letzten Mann gekämpft haben. Sie haben uns keinen Zoll Boden kampflos überlassen. Man wird sich an die Soldaten beider Armeen, die bisher ihr Leben geopfert haben und ihre heldenhaften Taten erinnern. Ein voller Tag des Gemetzels hat unsere Männer ausgelaugt. Doch nun müssen wir sie schon wieder kämpfen lassen. Die Potomac-Armee, kommandiert von General Grant und einige Unionskorps, haben uns umzingelt und bereiten sich auf den Angriff vor. Es gibt keinen Kommen, also werden wir unsere letzte Schlacht hier in Washington schlagen müssen. Wenn wir die Stadt und die Festungen halten können, gehört uns der Sieg. In die Schlacht, Männer, in die Schlacht. In die Schlacht, Männer, in die Schlacht. So, nördlicher Abschnitt Washingtons wurde gestern erobert. Aber die Schlacht ist noch nicht vorbei. Nein, wir müssen ja verteidigen. Oh, ja, jetzt kommt die Union von hier. Dasselbe, was wir jetzt gemacht haben eigentlich. Und da auch. Ja, genau aus den Richtungen sind wir ja überall gekommen. Von dort. Was da genau kommt, braucht man gar nicht wissen. Es kommt auf jeden Fall viel. Da kommt das 5. Korps, das sagt mir überhaupt nichts, aber davor stand Artillerie. 6. Korps, zu 100, mit Hunderten von Geschützen. Oh. Ich hätte doch vielleicht sparsamer kämpfen sollen. So, mindestens 2 weitere komplette Unionskorps. Ja, genau, ja. Komplett, scheiße, ich hab doch zu wenig Männer. Oh, dass die einen Gegenangriff machen am nächsten Tag, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also jetzt nicht so. Alle möglichen Fluchtwege sind abgeschnitten. Und wir erwarten, dass uns weitere feindliche Streitkräfte aus Richtung südöstlicher Vor... Ach Gott, oh Gott. Also wir sind wirklich komplett umzingelt. So, es bleibt keine andere Wahl, als Washington mit all unseren verbleibenden Kräften
zu verteidigen und die Union durch Einsatz ihrer eigenen Verteidigungsstellen zurückzuwerfen. Jawohl, scheißen Dreck. Jetzt unterteilt er bestimmt nochmal die Schlacht, ne? Ich kotze. General, wir können Washingtons nördliche Festungen einsetzen, um sie zu verteidigen. Ja, hätte ich eh gemacht. Ja, Fort Stevens, klar. Und ja, die Wasi. Du, ich kenne die. Du brauchst mir jetzt nicht nochmal die ganzen Festungen zeigen. So, unsere rechte Seite muss schützen, bereit machen zum Anmarsch. So, ja, Gott, er gibt uns noch einen Moment, dass wir da irgendwas machen können. Alter, ich kotze. So, Nee, ich will nur verschieben, dass wir da so wenig wie möglich laufen müssen. Nein, Katze. Nein, immer noch nein, Katze. Ich weiß nicht, ob er sie miauen hört, aber sie will gerade Aufmerksamkeit. Aber nicht von mir, Gott sei Dank. So. Ich überlege gerade. Also die hier müssen ins Fort, ne? Die müssen dahin. Am besten auch mit Kanonen schön rein. Ich weiß gar nicht, ob die Kanonen überhaupt Sinn machen, aber die KI hat da auch Kanonen drin, ne? Das heißt, die müssen den Fluss da beschützen. Bei dem bin ich mir noch nicht sicher. Ja, hier haben wir nicht viel. Das ist ja Kacke. Hier fehlen uns Einheiten. Ja, ich sag einfach mal Start und dann gucken wir, was übrig bleibt. So. Ich hatte hier Schützen. Erstmal die vielen. Nahkampf packen wir in die Mitte. Schützen. Erstmal hier. Ihr seid alle motiviert, ne? Ihr könnt gehen, komm. Laufen. Nahkampf in Reserve. Kanonen packe ich da auch erstmal rein. So, ich bin noch nicht ganz sicher, wo wir die hinpacken. Weil hier können wir das nicht verteidigen. Hier von der Seite kommen sie bestimmt auch, oder? Bleiben wir hier mal bei der Mauer. Und die Kanone ziehe ich zur Not wieder rein. Ja. Dann packe ich einfach mal dahin. So, dann haben wir hier. Kanönchen mit Hühnchen, das ist ja ganz nett. Kanönchen mit Hühnchen. Und bitte Mauern besetzen. Mauern besetzen. Oh, ist ja nicht wenig, was man hier hat. Das ist echt viel. Das ist man gar nicht gewohnt. So. Wir haben überlegen, ob ich die hier. Ach komm, ich ziehe euch noch darüber. So. Verteidigen. Du bleibst mal schön hier hinter. Bleibst mal schön dahinter. Kanone kannst du ein bisschen weiter ran. Ja, geh mal dahin. Dahin. Schön ran. Haben wir hier noch eine Kanone? Können wir vielleicht da hinsetzen. Boah, mit euch muss ich echt mal überlegen, was ich noch mache. Ah ja, wir haben ja hier noch eine Verteidigung. Ja, komm. Wieder mal ran. Dann einfach dahin, falls als Reserve. Ja,
Keine Ahnung, ey. Stellt euch das mal dahin. So, dann haben wir hier auch noch einen Haufen Leute, die irgendwie untergebracht werden wollen. Schiert. Schiert. Nein, 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 nein. Dahin. Hier auch. Puh. Hier haben wir keine Kanonen, ne? Ich würde es erstmal da hinstellen. Ja. So, ich hoffe, das hat erstmal alles irgendwie möglich bewegt. Und es bewegt sich erstmal alles Mögliche. Ich habe jetzt extra nicht alles in Rennen gemacht, damit sie sich ja, ein bisschen ausgeruht sind. Hier sind noch Leute. Ziehe ich die erstmal dahin. Hier machen wir auch Reserve. Reserve. Kavallerie soll Ausguck halten. So, ihr könnt hier Reserve sein. Weiß mich nicht, ob hier oben links, ob das reicht. Da bin ich mir echt unentschlossen. So, mehrere Einheiten feindlicher Kavallerie gesichtet. Von wo? Von da, okay. Ich habe echt Angst, dass das nicht reicht bei denen. Meine Kavallerie kann ja ein bisschen weiter rein. Ich hoffe, das reicht. Ne? Wir haben eine Einheit rüber, wir haben eine Einheit hier. Wie viel habt ihr Schutz? Ich bin nervös. So doof wie es klingt, ne? Das kann man. Ich bin echt noch nervös. So, wir haben hier noch Einheiten. Du kannst das nochmal bemannen. So, dann machen wir mal den Haufen. Wo habe ich Reserve? Ja, guck mal. Hier, ihr seid meine. Falls das hier nicht klappt, ne? Zieh euch einfach mal hier hin. Ihr dürft auch mal rennen. Ich ziehe die jetzt einfach weiter vor, falls wir da einfach mehr Leute brauchen. Nur als Reserve. Ach du Scheiße. Pause, Pause. Kavallerie, Kavallerie, Kavallerie. Oh, 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 oh. Da sehen wir natürlich, da geht es gleich deftig, mächtig auf die Nase. Hier hätten wir verteidigen müssen. Scheiße. Ich hoffe, da unten kommen noch Leute an. Die Leute brauchen wir doch noch da oben. Die müssen hier verteidigen. Alter Schwede. Und ihr seid alle schon in Position oder was? Macht feiert Weihnachten oder wie? Oder was? Hier können wir noch einmal Kanone gebrauchen. Oh, Katze. Ja. Nicht auf die Tastatur. So süß, wie du bist. Nein. Und ah. Es tut mir leid. Oh. Mikro. Aufpassen. So. Puh. Was jetzt? Katze? Alles, warum sind meine Leute nicht mehr drin? Katze, was hast du gemacht? Was hast du gemacht, Katze? So, ich ziehe die Kanone dahin. Dahin, Kavallerie bleibt hinten. Knufte, knufte. Da hinten könnte eine Kanone. Hier. Nehmen wir mal die Seite noch. Hier. Nehmen wir mal die Seite. Anna. Kriegt da schon mal eine Reserve hin. Warte mal. Aber trotzdem, so weit soll es gar nicht kommen. Kanonen. Zurück. Ah ne, wir haben da auch Kanonen drin. Mal rein da. Ja, da kommen sie.
Scheiße, weiter, 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 haut ab. Haut ab nach Norden. Norden! So. Schießt sie dann ins Nirvana. Überall hin, aber nicht hier bei mir, bitte. Einfach mal töten, ne? Wäre ganz cool. So, sechste Kopf versammelt sich mit schwerer Artillerie auf der rechten Seite. Etwa da. Die sind in Position. Ich hoffe, da sind sie auch soweit ganz gut drin. Da haben wir sie. Hier rennen wir ein bisschen, ne? Rennen wir ein paar Meter, mein Freund. Da kommt auch noch echt viel Scheiße. Aber sie sind so ein bisschen geschwächt, ne? Sind unter 1000. So, hast genug gerannt. Jetzt kannst du mal ein bisschen gehen. Sei mal entspannt. So, ich hätte gern noch diese Sache da eingenommen. Schützen. Warum kann ich diese Mauer da nicht einnehmen? Und dann hätte ich gerne hier die Kanone. Auch auf der Seite. Und hier haben wir Kanonenschutz, sehe ich gerade. Oh, sogar auf zwei Seiten. Warum mache ich das nicht? Ist ja auch geil. Bitte weiterlaufen. Ah, das ist so böse da. Aber die Kanonen schießen raus, das ist ganz gut. Und das wird dann nicht wenig. Ich überlege gerade, dass wir doch da vielleicht die Reserve brauchen. Ich stelle sie schon mal hier hin. Ich ziehe ich dann. Ja, ich bleib noch da. So, da kommt auch schon jede Menge. Ich hoffe, dass wir sie gut beschäftigen. Komm weiter. So, können wir die Mauern. Warum können wir diese Mauern nicht bemannen? Weil näher kann ich jetzt nicht ran. Halt. Wenn nicht, ziehen wir uns weiter zurück. So, was machen wir auch? Zurückfallen. Ihr stellt euch hier auf. Und du kommst dann hier hin. Du dahin. Laufen. Kavallerie ein bisschen weiter weg. So, jetzt wissen wir ja, wie wir die Feinde geknackt haben, ne? Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die nicht uns dasselbe machen, also... Naja. Hier, der kriegt ganz schön auf die Nuss. Wir ziehen hier schon mal die Reserve hin. Ah, die Kanone hier fehlt. Kanone, Männer können wir nicht drauf besetzen. Ah, so. Ich finde das auch, wenn es kleine Einheiten sind, ist ganz schön viel. Soll man sagen, ne? Das ist irgendwie so ein entferntes Geplänkel. Ich zieh die hier nochmal in diese Richtung ab zusätzlich. Dahin und euch ziehe ich schon mal hier hinter. So.
hier sind wir eigentlich in Kontakt. Die Kanonen, die können wir doch eigentlich noch ein Stück weiter, oder? Weil wir wollen ja die hier bespaßen. So, ich spule mal ein Stückchen vor. Bis es irgendwie zum Kontakt kommt. Richtigen Kontakt, wo wir eingreifen müssen. Zurzeit geht's ja eigentlich. So, auch hier machen wir versetzt, dass sie, wenn sie die Festung angreifen, nah dran sind, aber von denen noch Schaden kriegen. So, dann nehmen wir hier auch mal das Rennen raus. Und ich habe so die Befürchtung, dass die Kollegen... Wir stellen sie doch erstmal dahin. Weil es ist ja nur eine Reihe und wenn die erstmal rennt, dann sind sie durch. Sonst vorgezogene Linie hier, trauen sich nicht weiter. Hier ist eigentlich so richtig Kontakt, aber ja, trauen sich irgendwie nicht. Sind die Kanonen näher dran, müsste eigentlich besser laufen hier. Davor. Macht da überhaupt was? Vorspulmäßig ist ja. Ja, warte mal, was machst du denn hier, mein Freund? So, Kanonen angerollt, fertig, Spaß machen. Wenn das nur der Frontteil ist, ne, dann werden sie ja südlich auch nochmal angreifen. Also diese Schlacht ist so ultimativ lang. Das tut mir leid. Auch an meine Frau, die eigentlich ja mit mir noch was machen wollte, aber naja. Washington geht vor. Habe ich auch so kommuniziert. Aber ich glaube, weil ich nehme eine Schlacht immer gleich hintereinander auf, weil zwischenspeichern geht glaube ich nicht. Warte mal. Ich will nicht lügen. Geh mal auf. Neustart. Oh doch, man kann speichern. Okay. Aber ich glaube, wenn immer so ein Textfeld kommt, wo ich die Videos immer beende, dann kann ich nicht speichern. Auch mal so mitten im Video. Ach komm, nee. Fürs nächste Mal. So, Vorspul. Ah, da laufen sie zurück. Bisschen zumindest. Oder formieren sich um. Das kann es natürlich auch sein. Warte mal, die laufen nach oben, ne? Was haben wir oben? Einheiten. Dann formiere dich mal bitte dahin. Zacki, zacki. Am Gebäude hier. Eine Kanone haben wir ja. Das ist eine Unterstützung. Dann ziehe ich hier noch eine Einheit ab. Laufen. Eigentlich können wir die auch noch abziehen. Upsala. Falls die doch von zwei Seiten angreifen wollen. Was hast du da an Deckung? 60 ist okay. Und das ist okay. So. So, ja klar. Sollen sie mal kommen. Jetzt alles so ein bisschen Kleinkram, dass er sich da nicht traut. Aber umso länger sie warten, umso mehr Leute verlieren sie. Und ich glaube, sie verlieren da einfach mehr als wir. Hier gibt es ein Kanonenbattle. Da will ich auch nicht dazwischen treten. Man könnte jetzt mit der Kavallerie, die wir doch hier irgendwo stehen haben, gegen die Kanonen anrennen. Warte mal. Wie lange die nicht angreifen?
Warte mal, wo ist denn meine Kavallerie? Das haben nur 200. Hätte ich mehr gehabt? Komm mal her. Ah, hier, die wollte ich haben. Kann auch beide gegenlaufen lassen. Immer schön zu sehen, dass das Supply sich auch immer an die Front traut. Wir gehen mal ein Stück dahin, da ist so ein bisschen Wald. Jetzt trauen sich aber auch nicht weiter. So. Kavallerie. Jetzt machen wir mal, jetzt machen wir mal crazy shit hier. Crazy shit. Im Mittelalter nannte man das mal das Ausfall, wenn man in einer Burg ist und quasi die Kavallerie oder nochmal Einheiten irgendwie rausschickt, um die Feinde in die Irre zu führen oder in der Nacht zu beschädigen oder ja, so ein bisschen dezimieren. Ich hätte es zwar nicht gemacht, aber soll so wohl mal vollkommen sein. Und die, die bei Herr der Ringe aufgepasst haben, haben sie es, glaube ich, auch gemacht. Bei Helmgarde, wie die Stadt hieß da, im zweiten Teil. Ich bin jetzt nicht so tief in der Herr der Ringe-Materie drin, aber ich glaube, da irgendwas passiert zwar. Schon ein bisschen her. Könnte man wieder mal gucken. So. Supply-Moppeln ist vielleicht gar nicht verkehrt. Die brauchen ja Munition. Ja, kommen wir erstmal wieder zurück. Supply kriegen wir noch. Fast tot. Die Kavallerie macht ja nichts, kann ja nicht verteidigen. Also können sie entmannen quasi, also entmannen zeige ich schon. Vom Pferde setzen, glaube ich, aber sage ich jetzt einfach mal so, aber ich glaube, es geht. Oh ne, falsches Spiel. Das war doch wieder Total War. Entschuldigung. So, da ziehen die sich zurück. So, das ist doch auch nett. Die kommen nicht weiter. Die teilen sich hier langsam immer mehr auf und gehen weiter nach oben. Also irgendwann kommen sie doch hier oben an. Trauen sich nicht, aber ich habe leider doch hier noch ein bisschen Kanonen, aber nicht viel. Warte mal. Wir können ja hier mal gucken, was der noch hier hat. Wir können ja versuchen. Das sind zu viele Kanonen. Also sind alle auf die andere Seite ausgerichtet. Siehst du, da sagen sie schon No Ammo. Ich versuche jetzt einmal hier so rumzureiten. Vielleicht jetzt auch ein bisschen schneller vorspulen. Er dreht. Ich packe, wenn sie jetzt getarnt sind, mal gucken, ob sie zurückdrehen. Er ist Waldjunge, sei getarnt. Warum bist du da im Wald nicht getarnt? Oh, 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 da habe ich was nicht gesehen. Doch, da greifen sie an, wie ich es gesagt habe. Aber warum ist er im Wald nicht mehr getarnt da? Hat doch jetzt. Okay. Passt. Schön nach Hause geschickt. Ich glaube, die packe ich noch ein bisschen. Die gibt es ja auch eigentlich Deckung geben, ne? Da sind ja auch Häuserchen. Und euch packe ich jetzt noch ein bisschen in die Mitte. Jo. Sollen sie mal wieder zurücklaufen? So, tut sich da was? Nee. Tut sich da was? Nee. Supply ging darum. Meine Kanone ist weiter zurückgegangen. Okay. Kanone, Kavallerie. Ach, die haben auch ihren Vorgesetzten verloren. Das heißt, Moral ist quasi null.
Einfach mal attackieren. Stören. Ja, dreht sich schon. Jetzt stellt sich nur die Frage, dreht er schneller, als wir ankommen, oder... Ach, der Dicky dreht er auch. Und feindliche Kavallerie kommt. Angriff abblasen und sie verstecken. Nicht, dass die andere Kavallerie uns findet. So, da ist ein Gebäude, 64. Ja, sollte klappen. So, greifen nicht an, greifen nicht an, greifen nicht an. Ich spule vor. Also geht er schneller weg. Reicht doch. Oh, wir müssen vor. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, die warten einfach hier den Tag nur ab quasi und nächsten Tag geht es dann auf dem ganzen Schlachtfeld weiter. Kann ich mir vorstellen. Ah, die sind jetzt explizit auf ihn hier. Dann kann er noch ein Stück zurück und sich wieder in den Horus eingraben. So, ich guck trotzdem nochmal. Greifen mich an. Greifen mich an. Tja. Hier ist nicht so viel mehr. Ja. So ist das. Spule ich wieder vor. Der interessanteste Punkt ist hier, weil sie hier ein bisschen vorgerückt sind, aber braucht mich jetzt hier auch nicht um. Ich glaube nicht, dass es das gewesen ist. Währenddessen wir in Washington angreifen. Gut, tut mir leid, dass es schon wieder so lange gedauert hat. Diesmal 43 Minuten. Ich würde hier nochmal einen Break machen und dann geht's nächstes Mal weiter. Also abonnieren und liken, kommentieren nicht vergessen. Haut rein. Ciao.